So, da wären wir wieder. Kleiner Zwischenstopp hier. Und ja, weiter geht's mit Holz machen. Na, Platz wird so langsam eng. Gerade nur ein bisschen was hier auslagern. Die Laternen kann ich erstmal wegmachen. Die Schere. Die hier. Den Harz kann ich mal komplett wegwerfen. Zack und zack. Dann, ja, den Chisel. Den Chisel, die Dizzle in the Rizzle. Für Stizzle. Ja, das reicht dann für den Rest, den wir hier fällen wollen. Ah, was mir auch gerade einfällt. Okay, wir machen noch doch noch einen kleinen Abstecher. Wobei, ich mache den Baum noch weg. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Holz. Dann, wer sich noch erinnert, in geraumer Urzeit, als wir, glaube ich, genau da hinten sieht man es schon, der Baum. Hoch. Bitte geh. Ja. Der Baum. Der gehört da nicht hin. Der ist nämlich von dieser Ancient Trees Mod. Die werden anscheinend random mal ein bisschen in der Gegend verteilt. Und die kannst du dann halt finden, weil die wachsen sonst eigentlich nirgends. Die kriegst du auch sonst nicht. Den würde ich mal holen gehen für unsere Holzsammlung. Dann haben wir auch schon den ersten Baum aus der Ancient Trees Mod. Weil ich will ja das Holz in dem Holzlager ein bisschen sammeln. Da wollte ich noch hingehen und mir das holen. Muss ich jetzt sowieso in den weiteren Reisen mal aufpassen, ob da nicht sowas noch generiert wird. Na toll. Ich gerade wegmachen. Dass wir das halt mitnehmen. Ich habe es mir damals, glaube ich, markiert. Aber ist ja jetzt egal. Ich sehe ja, wo es ist. Hoffe ich, dass ich es nachher auch noch sehe. Aber ja, den gehe ich mal noch gerade holen. Einfach weil ich gerade dran denke und wie ich mich kenne, wenn ich jetzt nach der Folge aufhöre, erstmal aufzunehmen, werde ich da wohl so schnell nicht mehr hingehen. So, jetzt habe ich doch ein bisschen den Überblick verloren. Das müsste hier vorne auf einem Hügel gewesen sein. Zur Not packe ich einfach noch meinen Atlas raus. Und gucke nochmal, aber das müsste hier vorne irgendwo. Wir haben den noch gesehen. Müsste doch hier irgendwo sein. Ah, da vorne, das müsste der sein. Ja, genau. Wunderbar. Ich glaube, der sah auch ganz cool aus. Und hepp. Und ich wette, bei den Reisen bin ich schon öfter an einen vorbeigelaufen. Ah. Im Chat gibt es gerade Streit wegen Minesweeper. Ich weiß nicht, irgendwie kommt in jedem Stream mindestens einmal Minesweeper auf. Well, ich sehe nix. So, es müsste doch hier auf dem Hügel sein, oder? Oder bist du der Baum? Hä? Ach, da. Okay, ich bin doof. Da ist er. Ich muss da hin. Und hops. Und geradewegs. Ah, hier sieht. Ja, hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Sieht man auch schön, dass der in die Landschaft generiert wurde. Weil alles planiert ist. So, wie baue ich den jetzt am besten ab? Hochbuddeln.
ganze Erde weggepackt. War ich denn wirklich so genial? Hochbuddeln und mit dem Ding hier die Blätter wegmachen. Den Rest abholzen. So, du bist Evkali. Wie man es auch immer aussprechen mag. Evkali. Ist ein Insider. Also nicht ein Insider, aber ich denke mal Kalle. Nee, Kalle kennt keiner. Mr. Fail wird's verstehen. Evkali. So. Ich hasse es, wenn das passiert. Interessante Setzlinge. Aber der sieht eigentlich ganz hübsch aus. Das Holz, naja, geht, ist sehr grau. Komme ich da noch dran? Ja. Aber hier erstmal alles weg. So. Ich muss die Axt gleich mal reparieren gehen. Ach Gott. So. Mal gucken, dass ich auch den Erd, die Erde hier noch wegmachen kann. Wobei, das wird wahrscheinlich nicht klappen. So, Schaufel, weg mit dir. Den Rest muss ich dann irgendwie so weitermachen. So, dann haben wir den hier komplett weg. Der hat ja auch hier nicht unbedingt was zu suchen. Aber dann haben wir das Holz davon und vor allem, Setzlinge, um neue zu machen. So. Hallo Schwein. Oink, oink. So, alles mitnehmen. Du nicht. Aber den Setzling noch. Wow, hier geht's ja voll tief runter. So, die Erde noch weg und dann hätten wir das auch in der Tasche. Aber ich finde den eigentlich sehr cool. Der wächst so schön schräg nach oben und bildet dann ein großes Dach. Da kann man bestimmt einen schönen Wald draus machen. So einen überdachten Wald, wo man unten aber trotzdem sehr viel Platz hat. So, finde ich wieder nach Hause. Aufs Blätterdach steigen. Da ist der Sumpf. Hä, was sind das? Ah, da ist unsere Baumfarm. Alles klar. Ich dachte gerade schon. Das war gerade so ein Sichtweite gewesen. Auch schön. Von den bunten Seerosen da muss ich mir auch noch welche mitnehmen. Können wir bei uns noch. Ja, wobei, hier wollte ich ja auch noch bauen, ne? Hier wollte ich ja noch eine Fischerhütte hinmachen. Nein, ich habe kein Problem. Nein, ich habe doch gar nicht viele Blumen. Sei ruhig. Ich nehme die mit. Weiß auch gar nicht, hatten wir die schon? Kommt mir einerseits bekannt vor, andererseits weiß ich es auch gerade echt nicht. Naja. Ich bin auch immer überlegen.
Es gibt ja auch noch ein paar ganz coole Blumen, die hier an den Bäumen wachsen, aber uns da auch ein paar mitnehmen sollen und so ein bisschen dann in unserem Dorf verteilen sollen. Weiß ich noch nicht so. Boah, es wird schon wieder dunkel. Ich bin am Verhungern. Ich bin allein im Wald. Zum Glück habe ich die Monster deaktiviert. Ja, ich esse gleich was. Ja, hier bin ich richtig. Sehr gut. Licht, 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 Licht. Ich bin zu Hause. So, jetzt erstmal pennen. Und dann wird weitergebaut. Holz kann ich ja später noch mehr holen, wobei das hier nochmal ein bisschen was ist. Damit kann man weitermachen. Reichen wird es wahrscheinlich auch nicht, aber ich sag mal so, bis zum Obergeschoss kriegen wir das hin. Ah, oh, mal wieder was essen. Ich muss auch bald nochmal kochen. Cheeseburger. So. Ich sollte auch mal echt gucken, dass wir mal was anderes machen. Ich finde die Dinger zwar echt super, die lassen sich recht gut und einfach und schnell herstellen. Aber, ne? Wird ja auch irgendwann langweilig. Was wäre es jetzt noch, wenn das nach einer Zeit immer weniger, ja, ich sag mal, sättigen würde? Tut es das? Eigentlich nicht, ne? Nee. Hier lang. Ja doch, den Stein haben wir drüben. Aber ich kann mal noch ein bisschen Kram weglegen, weil so langsam wird das Inventar doch ein bisschen voll. Die Blumen hatte ich oben. Zumindest wollte ich da ja mal umräumen. Deswegen packe ich die jetzt auch mal hier dazu. Das hier müsste dann auch demnächst noch zum Jägerhütchen, aber das hat Zeit. So. Leder und Federn kommen hier rein. Die Setzlinge packe ich mal. Ups. Hier dazu. Ach Gott, hier habe ich ja. Ach Gott, hier habe ich ja auch noch. Naja, das Zeug kann ich mal hier reinpacken. Das Holz kommt nach hier auf dem Weg rüber. Zwei Truhen. So viel kann ich eigentlich gar nicht wegpacken. Grünzeug noch. Hier, das waren die. Okay, ich erinnere mich. Hier hatten wir das Plant Megapack. Plant Megapack, Plant Megapack, Plant Megapack. Und Plant Megapack. Und hier hatten wir Biomes Plenty, genau. Deathbloom. Ich finde das Biom ja immer noch super. Ich finde es nur echt schade, dass es nicht düster drin wird. Aber was willst du machen? So, die Eier werfen wir mal noch zu den Hühnern. Vielleicht kriegen wir ja nochmal ein, zwei neue. Und die Setzlinge kommen noch in den Gartenschuppen. Dann hätten wir wenigstens den Kram mal wieder weg. So. Ach, wisst ihr was? Zwei Stacks Setzlinge, die kann ich mal hier auf den Kompost schmeißen. Ich meine, ich kriege ja sowieso immer nochmal neue dazu. Was soll ich die alle aufheben? Okay, die Eier noch weg und dann geht's weiter. Bock, 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 bock. Eier-MG. Und nichts. Schade. Okidoki, dann geht's weiter zur Herberge. Warum immer, wenn ich in den Chat gucke, schreibt Fail irgendwas Versautes? 5 gegen Willi, nackt ist immer gut. Was redet ihr hier, während ich nicht aufpasse? Mensch, Mensch. So, gleich mal noch das Holz weg. Wie sehen eigentlich die Planken aus? Sehr grau.
Ich glaube aber, das wäre für unser asiatisches Dorf ganz cool. So helles Holz. Muss ich mal schauen. Muss ich mal gucken. Ich muss jetzt wahrscheinlich noch ein paar Drawer machen. Weil ich will die ja ein bisschen nach Modpacks sortieren. Und wir haben noch bei weitem nicht alles aus Biomes of Plenty da vorne in der ersten Reihe. Deswegen fange ich mit den Ancient Trees mal hinten an. So, mal gucken gehen. Muss ja sowieso mal noch gucken, wie ich das mache mit den beiden hier. Den Ancient Trees fange ich dann einfach mal auf der Seite an. Machen wir noch ein paar Drawer. Unser ganzes hart erarbeitetes Holz mal wieder verschleudern. So. Die Truhen habe ich jetzt natürlich weggelegt. Das war auch eine super Aktion. So, machen wir 16 Stück. Na komm, werden wir sowieso brauchen. Zack. Flup, flup. Und flup, flup. So. Dann fangen wir hier mit der hinteren Wand noch an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, 8. Drawerception. Ich hasse es, wenn die Texturen nicht geupdatet werden. So, aber jetzt fangen wir hier an, Hekur und Hekur. Ach Quatsch, nicht Hekur. Wie ist das? Doch Hekur. Hä? Wurde da vorhin nicht irgendwas. Wurden da nicht irgendwie Yukali angezeigt? Hekur. Hä? Mit. Bin ich jetzt blöd? Es war doch eben Iukali. Ich habe mich ja noch lustig gemacht wegen Igitt Kali. Warum ist das jetzt Hekur? Hä? Wobei ich das schon mal hatte, dass der, ich sag mal, Tooltip hier nicht ganz richtig war. Wurden mir dann bei Jungle Leaves, wurden mir Oak Leaves angezeigt. Keine Ahnung, warum der das manchmal verkackt. Aber egal, es ist Hekur. Hey. So. Gut, dann kommt jetzt die Umrandung dran, ne? Und ich habe vergessen, das Stein mitzunehmen. Egal. Machen wir jetzt hier erstmal die Umrandung, dann gehen wir den Stein holen. Dann können wir auch schon mal die Wände unten ziehen. Dann fühlt sich das Ganze nicht mehr so nackt und leer an. Ich habe keine Ahnung, was der Chat macht. Warum haben wir immer so komische Leute hier? Ihr komischen Leute, sagt mal, warum sind ja die so komisch? Wobei, ist dann wenigstens lustig. Hehe. Besser als ein leerer Chat, wo die Leute nie schreiben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme dem Kontext nicht hinterher. Ich glaube, die bewerfen sich gerade nur gegenseitig mit Zitaten. Naja. So. Mal wieder zum Spiel. Was gerade nicht sehr spannend ist. Wir sehen Holz. Wie es Stück für Stück gesetzt wird. Oh, und wir sind fertig. Alles klar. Dann Boden. Müssen erst machen, Boden. Kennt jemand das Satan-Hörspiel? Alter, das war hier in meiner Unterstufenzeit von der Schule, war das der Burner. Satan. Die Serie. Auf 1 Death. Live. Kennt das jemand? Hier fehlen Treppen. So.
Das war so lustig. Wer es nicht kennt, mal auf YouTube suchen, gibt's da bestimmt. Sehr lustig. Und wer auf solche Sketch-Dinger steht, sollte sich auch überlegen, sich mal die Känguru-Chroniken anzugucken. Auch sehr zu empfehlen. Beziehungsweise anhören. Gibt's als Hörspiel und auch als Buch. Aber die beiden Sachen sind schon sehr lustig. Känguru-Chroniken von Visa Mark-Uwe Kling. Ein kommunistisches Känguru und ein Kleinkünstler. Hört sich komisch an, ist aber sehr lustig und ja, die Witze sind doch auf einem sehr hohen Niveau. Zumindest oftmals. Auch wenn es sich überhaupt nicht danach anhört. Zu viel Holz. Es wird schon wieder dunkel. Was ist denn los? Ich gehe mal schlafen. Dann sieht man auch besser. Das Licht finde ich selber gerade nicht so angenehm. Wenn es denn schon geht. Ich glaube, da haben sich gerade zwei im Chat gefunden. Eine Hassliebe vom Feinsten. So. Den Boden kriegen wir hoffentlich jetzt noch fertig. Meine Güte. Ah, da fällt mir gerade ein. Ist zwar jetzt schon fast Folgenende wieder, aber hatte ich nicht am Ende der letzten Folge hier von YouTubern geredet, beziehungsweise Let's Playern eher, und wie die jung geblieben sind? Das wollte ich doch nochmal aufgreifen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich noch dazu sagen wollte. Hey. Ich brauche Treppen. Aber ja, das finde ich schön. Ich meine, die, ich sag mal, meisten sind ja doch in einem, zumindest die meisten erfolgreichen, sind meist doch in einem etwas höheren Alter. Zumindest relativ. Ich sag jetzt mal, alt genug, um eine eigene Bude zu haben und auch schon mindestens in ihren 20ern bis 30ern sogar schon. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass die Leute meistens lieber jemanden zuhören wollen, der so schon ein bisschen Lebenserfahrung hat. Kann ich mich jetzt auch nicht unbedingt mit rühmen. Ich meine, ich bin Student, was habe ich Ahnung vom Leben? Aber man will halt nicht unbedingt nur so einen 14-Jährigen vor sich haben, der halt noch komplett ungeduldig ist und ihr wisst, was ich meine. Die üblichen Minecraft-Kinder meistens halt. Soll nicht heißen, dass alle so sind. Ich weiß gerade den Namen nicht. Sorry deswegen, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch letztens einen gesehen, wo ich ab und zu mal reingeguckt habe. Der war auch erst, ich glaube, 16 oder so. Hat sich aber schon älter und reifer angehört als viele Leute, die ich so in meinem Alter kenne. Ich meine, okay, ich bin jetzt auch erst junge 22 zu diesem Zeitpunkt hier, 2016, aber ne? Ihr wisst, was ich meine. Kommt immer drauf an, aber die meisten Leute, die so sind, fangen halt nicht mit Let's Plays an oder so. Ich meine, die haben dann eigentlich Besseres zu tun. Muss man ja mal so sagen.
Und jetzt Let's Plays als gut funktionierendes Geschäftsmodell zu sehen, wo man gut einsteigen kann und auch wirklich direkt seinen Lebensunterhalt verdienen kann, ist ja jetzt nicht unbedingt so der Fall. Wobei man schon sagen muss, es ist auch definitiv schwerer als zum Beispiel vor 6 Jahren oder so. Wenn man sich mal so den Standard anguckt auf YouTube vor 6 Jahren, ich meine, das war ja da noch nicht so professionell, wie das heute teilweise ist. Das ist ja dann doch schon mal ein Unterschied, ne? Früher 2004 rum oder so, ich weiß es nicht. Oder auf jeden Fall noch vor 2010, als YouTube noch so ein bisschen in den Kinderschuhen war. Dass man sich dann noch die Videos angeguckt hat und sich gefreut hat, wenn die Dinger in 480p waren und nicht in den 240er Brei. Und heute kriegst du schon Downvotes, nur wenn das nur 720p ist und nicht Full HD. Da machen sich die Leute schon nass, deswegen. Naja. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Qualitätsansprüche sind halt heute wesentlich höher. Was du halt als Einzelperson, die eigentlich keine Ahnung von dem Kram hat, nicht unbedingt hinbekommst. Ich meine, jetzt mit OBS Studio ist das Ganze nochmal wesentlich einfacher. Das Aufnehmen und ich sag mal auch platzsparende und qualitativ hochwertige Aufnehmen. Ich meine, ist jetzt Freeware. Es ist sehr gut zu bedienen. Es ist qualitativ sehr hochwertig. Wenn man da früher mal bedenkt hier. Mit seinem eventuell nicht ganz offiziell erworbenen Programm. Wie umständlich das einfach war. Ich meine, die meisten Programme, die du da benutzen hättest können, wären entweder extrem teuer gewesen oder waren extrem scheiße. Hast du mit deinem Fraps oder so, hast du aufgenommen und dann irgendwie das gerendert. Wie ist dann halt jedem selbst überlassen. Und dann, wenn du dann dein Audio noch anpassen wolltest, halt Spielsound gegenüber Stimme, das kannst du ja so direkt beim Aufnehmen noch nicht so festmachen, dass du dann noch getrennt den Spielsound mit deinem Aufnahmeprogramm aufgenommen hast und dann noch Audacity oder Audacity, ich bin mir nie sicher, wie das ausgesprochen wird, da dann noch deine Stimme extra in der Tonspur aufnimmst. Meine Herren, das war ein Späßchen. Mit OBS kannst du das zum Glück ganz angenehm machen. Bin ich froh drüber. So, aber die Folge ist jetzt auch zu Ende. Holz hat doch mehr gereicht, als ich dachte. Also bis aufs Dach kriegen wir damit eigentlich alles fertig. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. So, gehen wir das Ganze noch einmal kurz von außen angucken. Würde mich jetzt mal interessieren, wie es dann bisher so aussieht. Ja, ist halt ein etwas größeres Haus. Weil ich aber noch gucken muss, Dachfenster würde ich auch reinmachen, gerade wenn wir noch hier Zimmer im Obergeschoss haben. Könnte man dann hier so hinmachen. Hier eins und hier eins, dass man dann zwei hat auf jeder Seite. Ich glaube, das wird noch gut aussehen. Aber jo, das gehen wir dann beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.